Herzlich willkommen zu meinem 28. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Windows Grundkompetenzen. Jetzt geht es darum, wie ich im Windows Explorer festlegen kann, dass bestimmte Arten von Dateien mit bestimmten Programmen geöffnet werden. Im vorherigen Video haben wir gerade besprochen, dass ich hier im Windows Explorer über die Registerkarte Ansicht mir Details anzeigen lassen kann und hier vor allem die Dateinamenerweiterung einblenden kann. Ich habe jetzt hier zum Beispiel .txt-Dateien und da weiß ich dann zum Beispiel, dass es hier Textdateien sind. Wenn ich in Zukunft möchte, dass bestimmte Dateiformate, also von der JPEG oder Textdatei mit bestimmten Programmen geöffnet werden, dann kann ich das festlegen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke, einen Doppelklick, dann wird mit diesem Programm hier, dann diesem Windows-eigenen Programm, hier dieses Foto geöffnet. Wenn ich das jetzt hier ändern möchte, gehe ich auf rechte Maustaste, wähle mir das Bild aus, gehe auf Öffnen mit und könnte hier dann festlegen, dass eines dieser Programme jetzt gleich meine Grafik dann öffnet. Wenn ich das möchte, dass das immer passiert, klicke ich hier zuerst auf andere App auswählen, bekomme dann hier wieder die Auswahl der Dateien. Ich könnte mir sogar noch weitere anzeigen lassen und entscheidend ist jetzt, dass ich hier das Hackerl setze, Häkchen setze und mir dann die Grafik aus, also das Programm, die App aussuchen, mit denen das in Zukunft immer geöffnet werden sollte. Ich wähle jetzt hier zum Beispiel mal Paint, klicke auf OK und du siehst, es hat sich hier auf der linken Seite ein bisschen dann die Darstellung des Bildes verändert und in Zukunft würden alle Fotos dann, alle JPEG-Dateien, um genau zu sein, hier mit meinem Programm Paint geöffnet werden. Ja, und ich könnte das dann wieder ändern, rechte Maustaste, öffne mit, gehe dann wieder auf andere App auswählen, mache wieder das Häkchen und wähle dann wieder meine ursprüngliche App dann aus, die das dann aufmacht. Ja, das war's schon, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicher gleich wieder im nächsten Kurzvideo.